Hallo, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Genau, ich starte dieses Video mal aus meinem Auto, weil ich gerade von der Arbeit komme. Dieses Video wird so eine Art wöchentliche Routine. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit und zeige euch, wie mein Tagesablauf ist, was ich mit Ossi mache. Auf jeden Fall, mal sehen. Ich fahre jetzt erstmal. Tschüss! Was ich jeden Morgen zuerst mache, ist, ich wasche mein Gesicht und creme mich ein. Ohne das geht wirklich gar nichts, weil sonst meine Haut total trocken ist und ich sonst nicht wach werde. Dann als nächstes wecke ich immer Ossi auf. Das ist immer ganz süß, weil er ist immer noch morgens ganz verschlafen und braucht erstmal auch seine Zeit, bis er aus seinem Käfig rauskommt. Wenn er dann rauskommt, streckt er sich erstmal und ist noch ganz müde und das ist immer ganz toll. Das ist einer meiner liebsten Momente am Tag, ihn zu wecken. Als nächstes geht's dann raus. Ich habe an diesem Tag Ossi nur kurz rausgelassen, weil ich dann zur Arbeit musste. Wenn Ossi nicht nach Hause will, dann hält er immer die Leine feste und es kann manchmal ein bisschen nerven. Dann habe ich Ossi Essen gegeben. Er muss dann immer in sein Nest gehen und warten, bis ich lossage. Dann darf er essen. Und manchmal hat er morgens aber noch keinen Hunger und dann bleibt er einfach liegen. Aber nee, er wollte dann doch irgendwann essen. Als nächstes habe ich mir Essen gemacht. Und dann habe ich irgendwas gehört und bin gucken gegangen. Und dann hat Ossi sein Kissen kaputt gemacht und ich habe ihn dabei ertappt. So, ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg und gehe was einkaufen, denn wir brauchen ein paar neue Sachen. Während ich einkaufen war, hat Ossi in seiner Box geschlafen und war ganz müde, als ich angekommen bin. Jetzt werde ich mit Ossi ein bisschen trainieren und genau, ich möchte ihm was Neues beibringen, Twist. Also das heißt, dass er, wenn ich sage, dass er sich einmal im Kreis dreht. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. So, wir haben jetzt trainiert. Es ist echt gut gelaufen. Ich habe ihm Twist beigebracht und es geht halbwegs sogar auch schon ohne Leckerchen. Ich hatte es manchmal in der Hand, aber auch manchmal nur so getan. Und ja, genau. Ansonsten steht heute nicht mehr viel an. Ich glaube, das war es auch schon mal von dem Dienstag, also von heute. Und ja, dann gehen wir vielleicht noch spazieren, ne? Jo, jo. Und ansonsten spielen wir noch ein bisschen. So, ich fahre jetzt gerade wieder zurück nach Deutschland. Das ist sehr viel Verkehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gerade gut verstehen könnt. Es ist Mittwoch. Es ist noch nicht so viel passiert heute, deswegen habe ich nicht so viel gefilmt. Und dann geht es auch morgen schon los zu einem Casting nach Düsseldorf. Ich bin gespannt. Das magst du gerne, ne? Das ist sein Spot. Guten Morgen. Wir haben jetzt Donnerstag und es ist 7:30 Uhr. Ich bin sehr müde. Hey, guten Morgen.
du mal strecken hier? Erstmal Yoga machen. So, ich habe gerade einen Anruf bekommen von der Frau, mit der ich jetzt das Casting gehabt hätte. Und sie musste es kurzfristig absagen, weil ihr Sohn in der Schule gestürzt ist. Deswegen ist das natürlich Priorität. Ich war schon fast da. Aber ich habe auch so einen kleinen Tick, immer wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann will ich früh genug da sein, damit ich nicht zu spät komme. Deswegen war ich schon halb unterwegs, also ich war schon fast da. Aber ist nicht schlimm. Wir verschieben den Termin und dann machen wir es irgendwann anders. Vielleicht nächste Woche oder so. Und genau. Ich rutsche immer weiter runter, merke ich gerade. Ich melde mich. Es ist mittlerweile Abend geworden. Ich höre jetzt auch mal auf mit Filmen. Und dann kommt die Maya mich morgen abholen mit ihrem Wohnmobil. Und dann fahren wir auf einen Campingplatz und sind da 2 Tage. Und dann geht's wieder nach Hause. Bis dann. Auf geht's! Eine krasse Farbe. Schön hier, da ist eine Wasserskibahn, da hinten ist eine riesengroße Düne, wo wir immer runtergesprungen sind. Da waren wir auch gerade eben schon und haben Videos gemacht. Und jetzt gleich gehen wir da hinten hin, da, hier so. Da ist ein kleines Häuschen und da werden wir dann jetzt noch ein kleines Eis essen. Wir haben uns gerade einen Kuchen bestellt und sitzen jetzt gerade noch ein bisschen rum, aber wir fahren gleich nochmal weiter. Jetzt kann man das gar nicht umdrehen. Schön hier, so, das war's mit dem Video. Ist ein bisschen lang geworden. Eigentlich wollte ich das gar nicht so lang machen. Ne? Das war gar nicht unser Plan. So, und deswegen höre ich jetzt auch ganz schnell auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert mich und folgt auf Instagram. Ossi hat auch einen Kanal. Genau. Und habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Und schreibt gerne einen Kommentar, ob es euch gefallen hat oder nicht. Am besten, es hat euch gefallen. Tschüssi.